Kuhl, Schleswig-Holstein, CDU-CSU-Fraktion. Herr schleswig-holsteinischer Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist zu Recht betont worden, dass wir über eine Region in einer aktuellen Situation diskutieren, die aus hiesiger Sicht wirklich zu Recht als nah bezeichnet wird. Und es ist nicht nur ein Gebot der Humanität, der Mitmenschlichkeit, dass wir uns um die Menschen, die geschundenen Menschen dieser Region kümmern, sondern es ist ganz offenkundig auch unser ureigenstes Interesse, Beiträge dazu zu liefern, dass wir zu einer Befriedung in dieser Situation kommen und nicht zu einer weiteren Eskalation beitragen. Und wenn von der AfD-Fraktion hier irgendetwas Richtiges heute Nachmittag in dieser Debatte gesagt worden ist, dann war das dieser einzige Satz: Das wird Deutschland nicht alleine können. Bitte. Sondern das werden wir nur in einem europäischen Rahmen erreichen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist dies die Stunde, wo wir auch in dieser Debatte über den Nahen und Mittleren Osten uns bewusst sein müssen, wollen wir Europa stärken oder wollen wir Europa nicht stärken? Wir werden in dieser Region als Deutsche in der Tat, da kann man den Einfluss von 1917 und 2017 sowieso nicht miteinander vergleichen, aber wir werden als Deutsche in dieser Region überhaupt nichts erreichen, sondern wir haben entweder als Europäer in dieser Region Einfluss oder wir haben keinen Einfluss, und wir müssen Einfluss haben wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben manches bereits zum Guten gewendet. Denken Sie nur an das Nuklearabkommen. Das Nuklearabkommen mit dem Iran wäre ohne deutsche Beteiligung, ohne europäische Beteiligung nicht zustande gekommen. Und wenn nicht alles täuscht, dann wird dieses Abkommen nur dann Bestand haben, wenn Europa sich für den Erhalt dieses Abkommens einsetzt. Wir können nicht davon ausgehen, dass in Amerika die entscheidenden politischen Kräfte dieses Abkommen verteidigen werden. Und deswegen muss es unser Interesse in dieser Situation sein, bei aller berechtigten Kritik an Iran, ich will dazu gleich noch zwei Sätze sagen, jetzt dafür zu sorgen, dass dieses Abkommen erhalten bleibt. Es ist eine Voraussetzung dafür, in dieser Region zu einem Ausgleich zu kommen. Es ist eine Voraussetzung dafür, Iran den Weg in die Völkergemeinschaft zu ebnen. Es ist ein multilaterales Abkommen. Es ist kein bilaterales Abkommen nur zwischen Washington und Teheran. Es ist auch ein europäisches Abkommen. Und deswegen stehen wir, solange das Abkommen eingehalten wird, zu diesem Abkommen und sollten das sowohl in Teheran als auch in Washington deutlich artikulieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber man darf natürlich oder man muss natürlich dem Iran in der Situation auch sagen, dass, wenn wir dafür einstehen sollen, der Iran auch seiner Verantwortung gerecht werden muss. Einer Verantwortung für Frieden und Stabilität in der Region. Und dabei müssen wir sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 13 Militärstandorte in Syrien sind kein Beitrag zum Frieden in der Region, die Iran aufrechterhalten will, dauerhaft aufrechterhalten will. Und eine ständige Unterstützung der Hisbollah mit einem Arsenal von Raketen, die weit in die Negev-Wüste reichen, das ist von verschiedenen Rednern angesprochen worden, die Israel akut bedrohen, wo es Einschätzungen gibt, ob sie stimmen, hoffentlich nicht, die man aber zur Kenntnis nehmen muss, dass ein Krieg zwischen Libanon und Israel nicht eine Frage des Ob ist, sondern des Wann ist. In dieser Situation müssen wir dem Iran auch eindeutig sagen: Stopp! An der Stelle erwarten wir von Teheran eine verantwortliche Politik, eine Abrüstung, einen Rückzug, kein Imperialismus in Syrien und im Libanon und erst recht kein Angriff gegen Israel. Das muss der Iran von unserer Adresse auch deutlich zu hören bekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und in diesem Zusammenhang muss man sich natürlich auch als geschäftsführender Bundesaußenminister schon bewusst sein, mit welcher Wortwahl und in welchem Setting man eine derartige Anmerkung in den letzten Tagen gemacht hat, neben dem Außenminister des Libanon, der Hisbollah nahesteht, eine derartige Bemerkung zu machen. Das ist nicht die hohe diplomatische Schule gewesen. Ich gehe davon aus, dass das vom Bundesaußenminister auch nicht beabsichtigt gewesen ist und dass er auch noch Gelegenheit zur Korrektur finden wird. Denn es ist natürlich unser vornehmes Interesse, auch vernünftige Beziehungen zu Saudi-Arabien aufrechtzuerhalten. Und das möchte ich abschließend sagen. Da kann man vieles kritisieren, aber es gibt immerhin auch in Saudi-Arabien erste Ansätze,
daraufhin, dass Rechte von Frauen besser gewahrt werden, dass es erste Demokratisierungsansätze gibt, dass man sich unabhängig machen will vom Öl. Das ist wenig, das ist zaghaft. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit einem reinen Verurteilen der Situation kommen wir nicht weiter. Wir müssen eine Politik des Ausgleichs betreiben. Und das gemeinsam mit den Europäern. Der französische Präsident ist hier vorangegangen, hat deeskaliert. Und das ist doch ein hoffnungsfrohes Zeichen, dass Frankreich sich zurückgemeldet hat. Und das verdient alle Unterstützung aus deutscher Seite. Wenn das das Ergebnis dieser Debatte ist, dann hat sie sich, finde ich, in jeder Hinsicht gelohnt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.